Das hier ist nicht euer Zuhause. Hier wohnt Sils Stamm. Ihr dreckigen Landbewohner sollt ihr eindringend teuer bezahlen. Oh, nicht gut. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Habe ich dran gedacht, einen Quicksave zu machen? Ja, habe ich scheinbar. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, wir rasten jetzt doch mal. Noch eine Sirene. Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal im Rest des Gebietes um und gehen dann hoch zur Höhle. Ich glaube, wir haben ein paar Tage, bevor Safana wieder Mosern tut, weil das tun die Leute, die Quests haben, ja gerne, auch gegeben hätte das. Okay, ich habe einen Stufenaufstieg gekriegt. Rettungswürfe, ETV, ein Zauber des ersten Grades und 8 Trefferpunkte. Ein Zauber des ersten Grades. Da könnte ich übrigens Netz reinmachen. Gib mir noch mal ein magisches Geschoss, das ist immer gut. Worum geht es diesmal? Ja? Ja, mein Schatz. Sänger der Nacht. Gebt mir. Wie kann ich drauf? Nur zu fragen. Was war mit dir nochmal? Freut mich, euch zu sehen. Wer seid ihr denn? Ah, sicher, große Abenteuer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von den Anstrengungen beim Heben der Waffe. Die normalen Augenblechen sind solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen. Wie ich überhaupt jenes deutlich sehen kann. Wie wär's mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig? Oder ein bisschen Zigeunerzauber, um euch den rechten Weg zu weisen? Kommt mit euch, ich habe keine Verwendung für eure Zauberformeln. Ich kann meine eigene Magie benutzen. Gegen ein wenig Deutung eurerseits habe ich nichts einzuwenden. Hier ist meine Handfläche. Was sagt sie euch? Lasst mal sehen. Interessant. Obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugen eure Hände davon, dass ihr es vor nicht allzu langer Zeit leichter hattet. Ihr seid wohl erst kürzlich auf die Straße gezogen. Ich möchte nicht eure Meinung zu meiner Nagelpflege hören. Genug mit dieser Torheit. Soweit habt ihr recht. Ja, fahrt fort. Was habe ich mir gedacht? Lasst mich nur etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ich sehe den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Ihr hattet wohl einen weisen Mann als Mentor. Vielleicht jemand, der über beträchtliche Macht verfügt. Mein Ziehvater Gorion war ein Gelehrter und auch ein wenig zauberkundig. Sprecht weiter. Ihr verbrachtet eine recht glückliche Kindheit mit ihm, wenn ihr auch etwas schwierig wart. Mein Gott, was wart ihr doch für ein ungezogenes Kind, woher das bekommt? Mal sehen, was wir von euch aus der Zeit vor diesem Gorion nicht alles erfahren können. Wenn ich weiter zurückblicke, sehe ich gütiger Himmel. Ich sehe ein langes, glückliches Leben für euch und die... Eure 10 Goldmünzen, bitte, und ich mache mich auf den Weg. Was habt ihr gesehen? Ich habe nichts gesehen. Es wird ein langes Leben beschieden sein und ihr werdet genießen. Ich gehe jetzt, bitte bleibt fern. Wie ihr wollt, hier ist das Gold, was ihr verlangt. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde es nicht anrühren. Ich nehme euch nichts weg. Lasst mich. Okay. Die haben wir verstört. Ich hätte hier noch einen Bolzen in den Rücken schießen können, aber
Ich bin nicht chaotisch böse, deswegen morde ich nicht jeden, den ich sehe. So, nach Süden hinweg. War nichts mehr, okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, wir sind an der Schwertküste. Yay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Als ob die Schwertküste so klein wäre. Wie hoch ist eigentlich unser Ruf? Der ist auf 11. Okay. Was machst du hier so weit weg? Hallo, mein Freund. Bitte helft mir. Ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielte in dem verlassenen Leuchtturm und westlich von hier. Und wurde von einer Meute Vorks eingekreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn holen kann. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann nicht viel schreiben, da ich mit einer Notfrage konfrontiert bin. Ein verlassener Leuchtturm im Nordwesten wurde vom Vorks umzingelt und ein kleines Kind sitzt darin fest. Möge Timura die Bauern dieses Landes segnen, denn sie haben wirklich kein einfaches Leben. Schreibt ein recht ein neutral böser Charakter. Ja gut, man muss auch dazu sagen, dass wir noch Gorions Einfluss in uns tragen. In Ordnung. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie verlassen auf sie. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Ja, das ist der Leuchtturm. So, hier sind wir wieder oben an dem Strand mit den Sirenen. Ja, und wenn ich es mir so ansehe, haben wir alles bis auf den Bereich da oben mit den Sirenen abgedeckt. Oder mit den Nymphen. Hallo, mein Freund. Was? Ich bin euch so dankbar. Ihr habt ihn wahrscheinlich genauso fancy wie die Vorks. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier ist das ganze Geld, das mein Mann diese Woche vom Markt mit nach Hause gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist viel mehr wert. So. Ich schäme mich fast, der verzeihenden Frau ihre letzten 60 Goldmünzen abzunehmen, aber sie besteht darauf. Wenigstens ist ihr Sohn in Sicherheit, obwohl ihm die Albträume in den nächsten Jahren davon abhalten werden, noch einmal in diesen verlassenen Leuchtturm zu gehen. So vergeht jegliche Unschuld, dahingerafft vor den Mächten der Finsternis. Ja, ich schreibe gerade über mich selber. So, und das hat sogar meinen Ruf noch etwas verbessert. So, das heißt, wir versuchen noch mal zu rasten. Gut, so hat wenigstens Safana noch einen Stufenaufstieg gekriegt. Für euch tue ich alles.
Ja. 6 Trefferpunkte, das ist gut. Ah, 25 Punkte. Davon gehen 10 in Fallen finden. Und hier hinein. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So. Das heißt, wir heilen mal unsere Leute hoch. Ja, wie ihr wünscht. Oh, Arskriecher. Wie kann ich helfen? So, und dann werde ich die einfach mal netzen. Worum geht es diesmal? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Aha. Wie kann ich helfen? So, bei jeder, der genetzt ist. Okay, die kann ich nicht. Dann baller mal weiter auf wieder. Okay, das ist nicht gut. Also ich glaube, die einfach zum Netzen war keine so gute Idee. Das hat uns selber eher eingeschränkt. Und jetzt netze ich am besten alle. Ihr habt geläutet. Mera, hau die mal weg. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, Dawn ist auch wieder normal. Ich hoffe, er... Er haut sie jetzt nicht noch tot. Wir können halt gerade auch nicht rasten. Das
Ausschau halten.